So, dann hauen wir das unten. Ich hätte unten lang gehen können. Oh, ich hätte unten lang gehen können. Egal, jetzt hauen wir es oben in den Kohleofen. Geht natürlich auch. Hoch hätten wir eh gemusst. Aber unten wäre natürlich die kostenlose Stromschmelze gewesen. Was soll's? Jetzt brennen wir Kaktus. Mach das zu Hause bitte nicht nach. In der Weile trinke ich mal was. In der Weile, was für Deutsch? In der Zeit trinke ich mal was. Da haben wir Kaktusgrün. Sehr schön. Mit künstlich langen Fingernägeln ist abturnt. Ja, Brüten, da hat natürlich jeder eine andere Vorstellung. Da kann ich mich gar nicht so zu äußern, wenn ich ehrlich bin, denn der eine mag das, der andere das, die eine Frau mag das, der eine Typ fährt da drauf ab, der andere nicht. Ne? Es gibt Männer, die sagen, boah, wenn eine Frau F hat, ja, Brustgrößen F, boah, ist der absolute Hammer. Und andere sagen so, boah, voll künstlich, voll eklig und ist schwierig, ne? Ist schwierig. Umgekehrt ist es wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn du so ein muskelprotzer Mann bist, ne? Die eine Frau sagt, boah, ist das geil, der ist voll durchtrainiert und hast du nicht gesehen. Und die andere sagt so, ja, kuscheln, Muskeln sind recht hart zu kuscheln und so ist es eigentlich gar nicht so toll. Ich hole mir lieber einen, der einen kleinen Waschbärbauch hat. Ist halt so, The Real Olaf ist da, hallihallo, schön, dass du wieder da bist. Ja, das freut mich, herzlich willkommen. In der Wüste wollten wir doch auch einen kleinen Flusslauf machen. Das kann sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das kann durchaus sein, lieber Sean. Das können wir auch noch machen. Also falls ich die Idee hatte, war sie gut und ich habe es vergessen. Und falls jemand anders die Idee hatte oder du, dann ist sie gut und wir setzen es trotzdem bald mal um. Finde ich nicht schlecht, aber wirklich nur klein. Das war wahrscheinlich bei Folge 200 oder so. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir jetzt sind. Keine Ahnung. So, dann haben wir den Kaktus jetzt auch fertig. Mein kleiner grüner Kaktus. Da, 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 da. So, das hauen wir mal hier rein. Einen dahin, den Rest da. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, einer reicht. Oh, wir haben auch gar keine Glasscheiben mehr. Dann passt das. Mir geht's super, Olaf. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe dir auch. Männer, die ihre sexuellen Vorlieben in einem Minecraft-Chat themenfremd kundtun, müssen voll ab... Was? Sind voll abturnt? Ja. 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 Ist nicht immer so leicht. Echt, Jasminchen. Manchmal gibt es Themen, über die sollte man nicht reden. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Das Problem ist, dass es ein Block ist. Ich glaube, das ist too much, oder? Das ist too much. Was ist das für ein Fernseher? Der ist ja völlig too much. Der ist wirklich too much. Können nämlich jetzt hier, und das ist der Hammer an diesen Dingern. Ich habe das bei meinem Let's Show-Projekt gehabt. Oder wir machen es anders. Wie ist denn das? So. So. Aha. Aha. Wir sind auf YouTube unterwegs. Übrigens, wenn jetzt jemand nach einem Spendenbutton fragt, den können wir hier jetzt direkt sogar zeigen. Ich weiß gar nicht, wo der hier jetzt zu finden ist. Auf jeden Fall sehen wir die Abonnentenzahlen, nicht schlecht. Also wie gesagt, das ist dann so ein vollwertiges Display. Oh, wir sind live now. Oh, wir sind live auf Sendung. Oh, ich glaube, ich sollte mal einschalten. Das kann man noch größer bauen und so. Das ist richtig cool. Wie gesagt, ich hatte mal in der Showwelt... echt, echt coole Sache. About you.
Ja, da sehen wir es dann schon. 37.515 Views gab es bei 913 Abonnenten. Und we join it on 20. Oktober 2009. Soll ich dich abonnieren oder nicht? Marv, musst du wissen. Was ist das für eine Frage? Mach es oder lass es? Tag oder Nacht? Keines von beiden. Ich esse lieber Pizza. Okay. Ja, auf jeden Fall können wir hier alles machen. Wir können hier alles related. Keine Ahnung. Playlists. Wir haben hier unsere Playlists. Oh, Life in the Woods ist aktuell. Wir können hier auch zum Beispiel, das geht auch, wir können hier auch sagen. Ich weiß nicht, ob man hier das www machen muss. Wir könnten hier auch auf Google gehen. Bevor sie fortfahren. Naja gut, Datenschutzbestimmungen und so. Und wie gesagt, letztendlich können wir das für alles benutzen. Man kann hier auch Videos einbinden, geht auch indirekt. Also wie gesagt, schon eine coole Sache. Ob das jetzt hier so hinpasst, ich weiß es nicht so genau. Ich finde, als Fernseher ist das vielleicht ein bisschen zu groß. Wie soll man den Stream gucken? Ich glaube, das geht nicht. Ich weiß es gar nicht. youtube.com/c/Xelron. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, dafür ist die Engine ein bisschen zu schlecht, die hier drin ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht's auch. Wie war denn das nochmal? Ja doch, ist live. Wir gucken mal. Ja, your brother does not currently bla bla bla. Ist kein HTML5. Click to visit YouTube HTML5. Bla 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 bla. Also es geht leider nicht. Ja, das ist geil. Melancholst ist auch da. Hi, schön, dass du da bist. Das ist ja geil, schreibt der Tobias. Ich wusste, dass euch das gefällt. Wie gesagt, ein Mod, den ich schon ziemlich lange kenne. Ich habe ja mal angefangen mit so einem Let's Show Air und da habe ich das verwendet. Also letztendlich, wir lassen ihn erstmal stehen, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich als Fernseher durchgeht. Ich finde den ein bisschen übertrieben. Ich würde hier im Wohnzimmer machen, die Tür. Oh, die sind so laut! Bringt auch nichts. Die Frage ist, wo tut man das Sofa hin? Ich müsste die Tür hier wahrscheinlich dicht machen oder ein bisschen weiter nach da verlagern. Und dann würde ich hier so ein Ecksofa machen oder so. So ein Gammelcouch. Mal gucken, wie wir das machen. Das ist Webdisplay, heißt der. Will den auch haben. Das war mir klar, dass ihr den alle haben wollt. Ich muss mal unbedingt eine Modliste machen, ne? Ich muss mal unbedingt eine Modliste machen. Das kriegen wir hin. Es war mir klar, dass das einschlägt wie eine Bombe und allen gefällt. Oder sehr vielen gefällt, weil es auch eine sehr geile Sache ist. Die auch nicht jeder kennt, muss man sagen. Das ist halt nicht das, was Gronkh und Co. verwendet, sondern, ja, da haben wir mal ein bisschen was Exquisites hier. Gut, was machen wir als nächstes? Das Wohnzimmer. Wie können wir ein Sofa basteln? Aus Wolle? Wollen wir ein altklassisches haben oder wollen wir... Gibt es denn ein Sofa? Aber nicht zum Sitzen, oder? Wie baue ich denn so ein Sofa? Customer NPC. Wie baut man Customer NPC Sachen? Ich weiß es gar nicht. Der Mod ist echt nice. So groß ist unser Fernseher normalerweise auch. Auch nicht schlecht. Ich finde den cool. Du kannst ja die Wand hinter den TV rausnehmen und den TV an... Ja, das wäre eine gute Sache. Das machen wir gleich. Und gleich ist auch gleich das Wort, denn Gleichi ist da. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich will den nicht haben, schreibt Jasninchen. Ja, es gefällt nicht jedem. Das war mir klar. Aber ich wusste, dass es sehr vielen gefallen wird. Der ist nämlich cool. Der ist echt cool, dieser Mod. Wie gesagt, alles, was nicht HTML5 ist, ich könnte rein theoretisch gesehen, das geht, ein zu hoch, ich könnte auf meiner Website ein Video machen und es darüber abspielen lassen. Ich weiß nicht, ob der jetzt MP4 kann, das müsste ich ausprobieren, aber rein theoretisch gesehen kann ich ja jedes Video in jedes Format konvertieren und dann könnte ich es abrufen lassen.
Gut, dann machen wir das hier mal weg. Ich weiß, ihr sagt jetzt wieder, nimm die Axt. Okay. Da haben wir sie. Wir müssen mal eine andere Axt machen. Das Problem ist bei dieser Axt. Wand ist weg. Und die Regale. Ja, jetzt müssen wir hier hinter dann umbauen. So, wir gucken mal. Wobei ich nicht weiß, was hinten und vorne ist. Das sieht schon cool aus. Aber das sind 4 zu 3. Wir brauchen einen 16 zu 9. So, wenn man einige Stufen nebeneinander setzt, sieht es auch aus, als wäre es ein Sofa. Ja, Zerilof, das stimmt. Das ist so oldschool. Das kenne ich noch. Und der Raffi ist da. Hallihallo, schön, dass du da bist. Die Frage ist ja nur, ob es nicht etwas Moderneres an Lösungen gibt. Was Besseres. Das ist ja die Frage. Das ist ja das Interessante. Wir gucken mal, ob der auch von hinten leuchtet. Ach, ist ja cool. Wir können hier zwei verschiedene... Ja, wir können hier zwei verschiedene Bilder haben. Ich weiß gar nicht, wie man den auskriegt, ehrlich gesagt. Achso, das geht auch gar nicht. Wir müssen das irgendwie zubauen, sonst sieht das doof aus von der Seite. Nimm die Axt! Ja, haben wir ja. Ja, auf jeden Fall kann man den als Fernseher... Ja, wenn er drin ist, sieht er sogar ganz cool aus. Das sieht so wie ein bisschen... Das ist so ein bisschen ein Bonzenfernseher, ey. Das ist richtig krass. Oh, Xero muss jetzt gehen. Muss noch was einkaufen. Ja, dann tschüss, Jan. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Das habe ich gerade überlesen. So, weiter geht's im Text. Weiter geht's im Text. Sofa. Also brauchen wir Holzstufen. Dann bauen wir Oldschool. Ich mag die klassischen Minecraft-Möbel schon sehr, schreibt jetzt Nienchen. Ja, aber ich hätte gedacht, wir machen vielleicht ein bisschen was Moderneres. Aber ich kenne keinen Mod, der ein bisschen moderner ist. Der Mobile Gamer ist da. Hallihallo und herzlich willkommen. So, wir gucken mal. Stufen haben wir bestimmt tonnenweise. Er nimmt wieder das Tee nicht. Ich muss wieder tricksen. Ach, ich muss ja Treppen machen, ne? Boah, wir könnten hier so ein... Wir gucken mal. Wir haben auf jeden Fall... Von denen haben wir hier richtig viele Stufen. Katze oder Hund? Was ist das? Was meinst du, Lumpi? Hat schon was, ne? So ein mega Gammel-Sofa. Die Tür, wie gesagt, machen wir weg. Die setzen wir ein bisschen weiter rüber. Das kriegen wir hin. Boah, das Geräusch nervt, ne? Diese Windräder nerven auch ein bisschen. Mit Schnee kannst du ein modernes Sofa. Mit Schnee? Wieso mit Schnee? Wie geht das mit Schnee? Wir haben Schnee da. Wir könnten auch Schnee farmen. So ist es nicht. Ich weiß, wo es Schnee gibt. Mit Schnee ein modernes Sofa. Wie mache ich denn das? Kann ich damit auch... Ach, wie cool ist das denn? Wow, okay, dann machen wir das doch mal. Das sieht auch cool aus. Danke für den Tipp, Jasninchen. Und mit einem komplizierten System aus... Pistons, Minecarts und Seelensand kannst du das Sofa machen, auf dem man sich reinsetzen kann. Oh Gott, das hört sich wirklich... Ach, was ich lieber habe. Ich bin kein Haustier-Fan, muss dir ganz ehrlich sagen, Lumpi. Leider bin ich für Haustiere überhaupt nicht zu haben. Was hast du lieber, Katze oder Hund? Ehrlich gesagt, gar nichts von beiden. Ich mag Haustiere gar nicht so. Ich finde immer, die brauchen ihre Freiheit und sollen rumlaufen. Ja, mit hinsetzen ist nett, aber wir gucken mal, wie der Schneesofa aussieht. Okay, man kriegt es wieder. Ich dachte gerade, es löst sich auf. Okay, das ist wirklich nicht schlecht. Das hat so ein bisschen was anderes. Aber ich weiß nicht, ob das hier so reinpasst. Ein bisschen hell, oder? Oh, der
Geräusch, das geht mir auf den Wecker. Ups. Ich muss ein bisschen aufpassen. Die springen hier sonst auch in Tod. Müsst Baum mal reparieren. Also es sieht schon witzig aus, aber ich glaube, es passt hier nicht so rein, wenn ich ehrlich bin. Was ist eure Meinung? Also ich finde ja, es passt nicht so 100% hier rein. So, das Weiße ist so ein bisschen im Bruch, oder? Sperren. Ja, wir haben nicht mehr genug Schnee hier, Sneedchen. Das funktioniert nicht. Also interessant ist da schon. Aber ich weiß nicht, ob das Weiß passt hier nicht so rein. Keine Eigenwerbung, schreibt es den Olaf. Ich habe ihn schon gebannt und ciao. Ja, das Schaum war es auch nicht so recht. Also ich muss sagen, das Weiße, ich nehme es weg. Also mir gefällt es nicht so. Also es gibt bestimmt Gelegenheiten, wo das hinpasst. Vielleicht in einem anderen Haus, was ein bisschen heller ist oder so. Aber ich finde hier, das passt nicht so. Das passt nicht, das ist zu krasser. Es ist ein Stilbruch, alles so dunkles Holz, alles ist dunkel gehalten. Oder hast du so ein weißes Sofa? Nee, die Idee ist super. Auf jeden Fall, danke für den Tipp. Wir werden es sicherlich noch verwenden können auf dieser Welt. Aber hier passt das nicht so 100%. Hier passt das einfach nicht so 100%. Ich glaube, wir machen das altklassisch. So mit einer langen und einer kurzen Seite. Es passt ein bisschen zu der Decke. Ist ja noch ein bisschen was. Ja, aber ich finde, das sieht jetzt... Das sieht stimmiger aus, oder? Das sieht doch jetzt stimmiger aus. Das passt so ein bisschen eher zu den Stühlen jetzt, das Holz, zur Wand hinten. Und es ist von der Helligkeit dunkler. Es hebt sich schon ab, aber es ist nicht zu dunkel. Alter, diese Windräder regen mich auf. Wie laut seid ihr denn? Wie laut? Kann man die nicht leiser stellen? Aufstellen? Nö. Also, die Dinger sind schon nicht schlecht, aber mega laut. Mega laut. Den Windpark mache ich irgendwo da hinten hin. Das kann so nicht auf Dauer bleiben. Mach ein rotes Sofa. Schreibt der Neff. Wie mache ich ein rotes? Fichtensofa. Wir haben ja ein Fichtensofa. Okay. Wir machen mal folgendes. Wir machen hier so eine lange Gammel-Couch sozusagen. Ja, weil man muss ja auch hier noch vom Fernsehen sitzen können. Jetzt basteln wir uns mal einen altklassischen Tisch. Das war eine Druckplatte und ich glaube ein Zaun. Als Zaun könnten wir sogar einen Barrierenblock nehmen. Einfach, weil wir den ein bisschen cooler pimpen können. Und als Druckplatte könnten wir auch einen... Wie heißt denn das Ding? Druckplatte. Ups. Ja, ich wusste doch, dass wir welche haben. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Ja, schade, dass wir die ganze Stromleitung jetzt unten gelegt haben. Ich werde sie leicht verändern müssen. Wie gesagt, das geht mir ein bisschen auf den Wecker. Ferno schreibt, hi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wo gehe ich hin? Der Buri schreibt 25 Likes. Ja, das geht. Das ist okay. Ist das so okay? Oder sollte man dann, wenn schon so eher, oder? Das können wir jetzt texturieren, wie wir wollen. Das ist der Vorteil. Einen Teppich hätte ich darunter machen können. Stimmt,
Teppich, das habe ich vergessen, Olaf. Ja, die Windräder sind echt brutal laut, schreibt Sean. Ja, finde ich auch. Die werden umziehen, definitiv. Ach so, Teppich müssen wir selber machen, aus Wolle. Ich glaube, da passt ein orangener Teppich hin, oder? Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Ich weiß gar nicht, kann ich es da unten noch hinlegen? Drei werden wahrscheinlich reichen, aber zum Testen... Orange habe ich nur gedacht, wegen der Decke könnte das passen. Okay, geht eh nicht. Mit dem Teppich passt nicht so ganz. Den Teppich müssten wir hier meinetwegen, hier vom Fernseher oder so. Ja, wo soll der Teppich hin? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wir können keine Möbel oder so darauf stellen. Nee. Nee, also wie gesagt, mit Möbeln geht das gar nicht. Ist in der Kiste was drin? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir werden noch eine Menge Spaß haben beim Aussortieren. Ich habe gedacht, ich kann das da integrieren. Hallo, Janis. Schön, dass du da bist. Und Lompi sagt, ich hätte es nicht so gut... Doch, bestimmt. Die Frage ist, wo machen wir den Teppich hin? Das Problem ist, der Teppich passt unter keinen Möbeln. Also der Tisch und so gefällt mir. Die Tür kommt weg, die muss man sich wegdenken. Die kommt weg, die setzen wir hier vorne hin. Hier so wahrscheinlich. Können wir ja schon mal... Und ganz ehrlich, ich baue die Windräder ab. Die sind mir zu laut, das setzen wir um. Die kommen woanders hin. Die können hier nicht bleiben. Ich krieg ja einen Ohrenkrebs. So schön das ist, dass sie kostenlose ökologischen Strom herstellen, das ist alles super duper, aber sie sind einfach zu laut. So, es dauert ein bisschen, der Wind bleibt noch ein bisschen, das ist immer so. Oh. Wir müssen mal gucken, wie machen wir das? Die Windräder können wir nicht stacken. Wieder einloggen, dann sollte das Wind weg sein. So. Der passt aber auch. Teppich kann man statt der Druckplatten drauflegen. Okay, das wusste ich gar nicht. Gucken wir mal jetzt, Nietchen. Teppich bei der Tür könnten wir auch machen. Das schlägt der Olaf vor. Der Janne sagte, es gäbe schon eine Lösung für Teppich unter den Tischen. Ist aber ein bisschen kompliziert. Und Lumpi will keinen Teppich. Also eigentlich haben wir alles im Chat. Eigentlich haben wir gerade alle Aussagen im Chat, was irgendwie nur möglich ist. Aha. Das verbindet sich sogar. Welche Tischfarbe wollen wir denn haben, passend zum Holz? Ist das orange genehm? Ich könnte Neues machen. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, dann sparen wir uns die Druckplatten für irgendwas anderes. Dann hauen wir hier gleich einen Teppich drauf. Die Frage ist, was für eine Farbe wollt ihr haben? Es gibt es, ich kann es mal kurz zeigen, die hier oben quasi. So Magenta-Teppich wäre auch ganz cool. Nein, auf gar keinen Fall. Gott sei Dank kommen die Windräder weg. Meine Ohren tun auch schon weh. Ja, meine auch. Meine auch, lieber Sean. Auf jeden Fall. Das war ein bisschen das Problem. Teppich bei der Tür könnten wir zusätzlich ja noch machen. Wollen wir hier eine orangene Tischdecke machen? Wolle haben wir doch mehr als genug. Zur Not haben wir noch Schafe unten. Schnee kann rein, das kann rein, das kann zurück. Unser Inventar sollte ich mal generell versuchen, so ein bisschen sauberer zu halten. Ich glaube, das ist immer ein bisschen sehr vollgeklumpt. Die Tischplatten orange ist schön, schreibt der Sean. Ja, das finde ich halt auch. Jetzt muss ich aber nur mal eins gucken.
Ah, er nimmt das Tee wieder nicht. Warum nimmt er das Tee immer nicht? Es ist immer das Tee, ne? Wenn ich... Warum nimmst du das Tee nicht? Da geht es. Wir gucken mal ganz kurz. Orangener Teppich. Orangene Wolle stellen wir her mit weißer Wolle und orangenem Farbstoff. Orangen Farbstoff gewinnen wir aus Tulpen, Schwefel, ach du heiliger Wimpern. Warte mal. Eine Tulpe, wir kriegen 4 Farbstoffe, wenn wir die Pulverisierer tun. Bunt. Na, bunte Lompi finde ich vielleicht zu krass. Orange oder braun. Braun würde auch gehen. Nur am Rand. Fäden sieht man nicht. Okay. Danke, Janis. Wir probieren das mal. Wir müssen mal gucken. Wir brauchen erstmal orangene Tulpen. Wir haben zufällig orangene Tulpen. Die werden wir jetzt alle im Pulverisierer tun. Dann holen wir uns Fäden. Dann probieren wir das mit Fäden. Ich habe das noch nicht gemacht. Wir probieren das aber aus. Wo sind die Tulpen hin? War das nicht ein Zerstoßer? Nee, im Pulverisierer, ne? Im Pulverisierer, der ist unten. Wir gehen mal kurz runter zum Pulverisierer. Das mit den Fäden machen wir gleich. Mit dem Zeiger aus dem Fenster ME. Ach, danke, dann war das der Fehler mit den TA. Okay, danke. Ich habe mich schon mal gefragt, warum das nicht geht. So, wir gucken mal. Wo ist der Pulverisierer? Maschinen erkenne ich noch nicht so. Kann ich auch nicht, ist ja eh alles zugebaut. Rein theoretisch gesehen müsste hier eine Menge Farbstoff rauskommen. Achso, das geht ja hoch. Jawohl, schaut das mal an. Alter, wie viel wir jetzt hier rauskriegen. Sehr gut. Sehr gut. Und wie gesagt, Wolle haben wir unendlich. Wir haben Schafe unten. Ach, das ist ja cool. Das reicht mir erstmal für den Anfang. So, dann gehen wir mal hoch und wir holen uns die Fäden. Wir werden Wolle färben und Fäden holen. Wir machen gleich mehr orangene Wolle, ist egal. Wir werden die immer wieder brauchen. Vielleicht können wir hier im Flur auch einen Teppich machen. Was mache ich da? Stimmt. Stimmt, das Tee geht komischerweise... Danke für den Hinweis, Janis. Es hat mich schon ein bisschen verrückt gemacht, dass es mal ging und nicht ging. Wow. Und Faden. Ich habe mit Faden jetzt noch nicht selber gearbeitet. Wir gucken mal. Und jetzt brauche ich noch Wolle. Wolle. Ja, wir haben genug. Wir haben mehr als genug. Die kann rein. Wir müssen hier nicht zu viel... Ich glaube, wir machen das so. Ich habe eine Voltstufe gemacht. Ich bin dumm. Ich habe jetzt unendlich Voltstufen gemacht. Okay, das war sehr gut. Denn der Teppich, ich glaube, ich habe keine orangene Wolle mehr. Kann ich die wieder zusammenkriegen irgendwie? Geht das? Oh, was will ich mit so viel Stufen? Nein. Okay. Ich mag Orange. ME, ach so, Tobias, ME ist, also Tobias hat auch geschrieben, er mag Orange. ME ist das Computersystem, in dem wir immer gehen. Es ist zum Mäusemelken. Wir machen mal folgendes. Zack. Zack. Jetzt gehen wir hier nochmal Teppich ein. Jetzt nimmt ihr hier das Tee nicht. Muss ich hier auch irgendwo rausgehen? Ah, ist egal, er hat so. Wie gesagt, die Tastatur sehe ich nicht. 2 nebeneinander wären es gewesen. So soll das reichen. 30 mehr werden wir im Leben nicht brauchen, erstmal. Nee, 2 übereinander. Ja, danke, Janis. Das war leider sehr bitter. Jetzt kriege ich das nie wieder zurück. Es ist echt schade. Auch danke dir, Olaf. Hast es genauso geschrieben. Fast zeitgleich habt ihr es geschrieben, quasi. Ich hau mal den Kram hier rein. Das kann zurück. Das kann erstmal zurück. Wie gesagt, ich versuche das Inventar in Zukunft mal ein bisschen sauberer zu halten. Ich weiß nicht. Das ist bei mir leider immer so zugeklumpt. Aber vielleicht können wir hier überall Teppiche noch legen. Das wäre ja cool.
Und ich glaube, das müssen wir alles abbauen. Mit Fäden. Nur nach außen und sonst Fäden. So, ja. Jetzt mache ich da einen Faden ran, oder wie geht das? Ich habe es noch nie gemacht, keine Ahnung. Jetzt sind hier Punkte. Ist das richtig? Wow, das sieht cool aus irgendwie. Ist ja cool. Gefällt mir irgendwie, könnte Muster sein. Pröten, was ist traurig? Also ehrlich gesagt gefallen mir die Dings so. Das hat so ein bisschen Design, was. So ein Designermöbel, was wir hier haben. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt hin? Ihr... Ah, so. Ach, wie cool ist das denn? Ach, wie cool ist das denn bitte? Ja, danke schön. Das sieht super aus. Das ist ja richtig cool. Man sieht es zwar ein bisschen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, es ist okay halt. Also, es fällt schon auf, aber... Es ist okay. Es könnte auch ein Schatten sein, der geworfen wird.